zu unseren Internet- und Web-Technologie-Vorlesungen. Wir wollen heute über HTTP, das Hypertext-Transfer-Protokoll, sprechen. Wir sind im vierten Abschnitt der Vorlesung, sprechen über die Web-Technologien, haben uns bereits mit einer der drei Säulen des Webs befasst, nämlich mit den Uniform Resource Identifiern, wollen jetzt die zweite Säule, nämlich das Protokoll, mit dem wir im Web Ressourcen, Anforderungen ausliefern können, besprechen und haben dann als dritte Grundsäule noch die Sprache uns anzusehen, mit der die Webdokumente gestaltet werden können. World Wide Web, ein gigantisches Hypermedia-System mit weltweit verteilten Ressourcen. Der Zugriff auf die Ressourcen, der wird über das HTTP-Protokoll geregelt. Die Ressourcen selbst müssen eindeutig identifiziert sein und werden eindeutig identifiziert mit den URIs und gestaltet dann mit HTML. Das Hypertext-Transfer-Protokoll, eigentlich müsste man heute besser vom Hypermedia-Transfer-Protokoll sprechen, bloß am Anfang, als es erfunden wurde am CERN, war das tatsächlich ja Text, auch kaum lesbarer Text, das waren diese Experimentalresultate, die da kommuniziert werden sollen. Also das Hypertext-Transfer-Protokoll, das regelt die Kommunikation zwischen Client und Server im Web. Der Client im Web, das ist der Browser. Und der Server, das ist der Webserver. Also immer, wenn wir von Browser reden, dann immer das Verbinden mit dem Client-Begriff. Und wir hatten ja gesagt, für Kommunikation ist dieses Client-Server-Modell gestaltet in einer bestimmten einfachen Weise. Die Kommunikation, der Client, der ist der Initiator einer Kommunikation. Der Server wartet auf Anfragen. Und wenn ein Client eine Anfrage gesendet hat, dann antwortet der Server mit der entsprechenden Ressource. Jetzt ist es so, obwohl HTTP grundsätzlich und ganz wichtig fürs Web ist und nichts funktionieren würde im Web, kommen wir selbst kaum mit dem HTTP in Berührung. Das ist alles behind the scene, das ist alles, was Browser dann erledigen, wenn wir eine bestimmte Aktion zum Beispiel auf ein verlinktes Element in unserem Text klicken, dass dann der entsprechende HTTP-Aufruf generiert wird mit der entsprechenden Adresse an den entsprechenden Server. Das läuft alles automatisch ab. Das war am Anfang nicht so und das ist das große Geschick dann gewesen, diese intuitiv bedienbaren Browser mit der grafischen Nutzeroberfläche anzubieten. Sie erinnern sich, das war Mosaic 94. Und das hat dann auch das Web populär gemacht, weil jetzt brauchte man irgendwie keine konkreten Befehle mehr zu kennen, sondern konnte da einfach sich mit der Maus klicken und sich da Dokumente anfordern. Im Hintergrund sind das natürlich technische Systeme, die ganz sture Befehle brauchen, Befehlsfolgen brauchen. HTTP ist auf der Anwendungsschicht des TCP-IP-Stapels und setzt auf TCP auf. Auf den zuverlässigen verbindungsbasierten Transportdienst TCP. HTTP ist ein ganz einfaches Protokoll und ganz einfach heißt, dass es zustandslos ist. Also es kann immer nur ein ganz simples Frage-Antwort, Request-Reply-Zyklus abarbeiten. Kann sich nicht merken, dass wir drei Zyklen vorher da schon was ausgemacht hatten, und dann entsprechend darauf Rücksicht nehmen, sondern nein, ganz stur, Frage, Antwort, das hat was damit zu tun. In Anfangszeiten sollte es ganz einfach sein, ganz simpel und möglichst schnell. Ablauf geht also so, der Browser war ja der Client und als Client initiiert er eine Kommunikation. Und zwar initiiert eine Kommunikation mit einem Server, einem ganz speziellen Server, der dann über die URI charakterisiert ist und fordert dort eine Informationsressource an. Der Server nimmt die Ressource entgegen und dann nimmt die Anforderung entgegen und arbeitet sie ab. Also guckt nach, ist die Ressource verfügbar und darf der Browser auf sie zugreifen. Wenn beides erfüllt ist, dann antwortet der Server mit der Ressource und einem positiven Statuscode. Wenn die Ressource nicht verfügbar ist
oder wenn der Browser nicht auf die Ressource, nicht berechtigt ist, auf die Ressource zuzugreifen, dann gibt es einen negativen Statuscode. Und dann ist die Kommunikation zu Ende. Also unser Client fordert ein Hypermedia-Dokument an und der Browser, der Server sieht, ob er das besitzt, ob der Browser auch berechtigt ist, zuzugreifen. Und dann liefert er das aus, beziehungsweise sendet, wenn das nicht der Fall ist, den entsprechenden Statuscode. In der Praxis ist es so, dass die Kommunikation komplizierter ist zwischen Browser und Server. Und zwar warum? Weil da eine ganze Menge Zwischensysteme zwischengeschaltet sind, alle mit dem Ziel, die Kommunikation möglichst effizient zu gestalten. Solche Zwischensysteme, das sind Proxy-Server, das sind Gateways, das sind Tunnel, die da in die Kommunikation eingebunden sind. Die Aufgabe eines Proxy-Servers ist so ein bisschen eine Zwitterstellung. Zwitterstellung zwischen Browser und Server. Warum? Gegenüber dem Client arbeitet der Proxy-Server wie ein Server. Der Client sendet eine Anfrage an den Server, die wird umgeleitet über den Proxy-Server. Und der Proxy-Server, der wertet mal aus, ob er die Ressource nicht direkt aus einer früheren Kommunikation aus seinem Cache heraus beantworten kann. Wenn das der Fall ist, dann braucht dann gar nicht die Anfrage an den Origin-Server gesendet werden, sondern kann sehr schnell abgehandelt werden. Also gegenüber dem Client ist der Proxy-Server, er hat die Rolle des Servers. Wenn der Proxy-Server diese angeforderte Ressource nicht kennt, wenn er sie in seinem Cache nicht findet, beziehungsweise nicht in einem gültigen Zustand, dann wandelt er seine Rolle und wird jetzt selbst zum Client. Und zwar wird zum Client gegenüber dem Origin-Server, der also dann tatsächlich in der URL spezifiziert ist als derjenige Server, der diese Ressource beherbergt. Alle Browser-Anfragen können über so einen Proxy-Server gesendet werden. Das muss konfiguriert werden. Also typischerweise haben Unternehmen, Institutionen solchen Proxy-Server. Und dann ist automatisch die Browser-Einstellung so, dass die Anfrage, egal wohin sie im Web, an welchen Server sie geht, über diesen Proxy-Server geleitet wird, um diesen Gewinn an Effizienz nutzen zu können. Also hier, der Browser fordert ein Dokument an, eigentlich vom Origin-Server. Aber das ist eingestellt, dass diese Anfrage über den Proxy-Server geleitet wird. Der Proxy-Server checkt, kann ich die Anfrage beantworten? Er checkt das, indem er kann die dann beantworten, wenn diese Ressource schon früher mal angefordert wurde von gleichen Rechner, von anderen Rechnern und er die in seinem Cache-Speicher zwischengelagert hat. Er kann die natürlich nur ausliefern, wenn diese Ressource auch noch frisch ist, also wenn die jetzt nicht sehr alt ist, sonst muss man andere Mechanismen, besprechen wir noch, ansetzen. Und wenn er die findet, dann kann er direkt gegenüber dem Webbrowser antworten, also in die Rolle als Server schlüpfen und den Request beantworten. Wenn er feststellt, er hat die Ressource nicht in seinem Cache oder die Ressource, die dort gespeichert ist, nicht mehr gültig, dann wendet er sich als Client an den originalen Server, der in der URL angegeben ist, dass er die Ressource beherbergt, fragt, bekommt die ausgeliefert? Die wird nicht direkt an den Webbrowser ausgeliefert, denn der Origin-Server kennt den Webbrowser gar nicht. Der hat die Anfrage ja bekommen vom Proxy-Server. Der Proxy-Server kriegt jetzt dieses Dokument, legt es sich einerseits in Cache, dass er bei einer wiederholenden Anfrage das beantworten kann und beantwortet jetzt die ursprüngliche Frage des Browsers, indem er die Ressource ausliefert. Was hat es mit Gateways auf sich? Die arbeiten ganz ähnlich wie die Proxy-Server, aber kennen den Client nicht. Typischerweise werden solche Gateways vor einen Webserver vorgeschaltet, damit der entlastet wird. Also wenn das zum Beispiel dynamisch generierte Dokumente sind oder ähnliches, wo auch noch eine Anwendung im Hintergrund dann die Inhalte der Webseite organisieren muss, dann sorgt dieses Gateway auch wieder mit Cache-Mechanismen dafür, dass diese Anfrage, wenn sie schon mal generiert ist, dann entsprechend ausgesendet werden kann. Beziehungsweise eine andere wichtige Aufgabe für solche Gateways ist, dass die Zugriffsrestriktionen abgewickelt werden. Also, dass nachgeguckt wird, ist das eine Ressource, die wirklich ein Client zugreifen darf.
Auch Load Balancer sind bekannte Beispiele für solche Gateways, wo also geholfen wird, einfach Last zu verteilen, zum Beispiel auf mehrere Server.